Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem Video. Ich habe euch darunter wieder einen Artikel verlinkt, in dem es darum geht, dass immer mehr Ärzte in NRW sich aus dem Impfsystem austragen lassen, dass die Stimmung immer aggressiver werden würde und dass das Personal sehr hoch belastet wäre dadurch. Naja, was soll man dazu noch sagen? Doc Uli hat in seinen Videos mehr wie einmal darauf hingewiesen, was es für ihn für ein Aufwand wäre, in der Praxis zu impfen. Vielleicht hätte man einfach mal auf seine Expertise als erfahrener Arzt, als erfahrener selbstständiger Arzt ein wenig hören sollen. Und er war nicht der einzige Arzt, der auf diese eventuell auftretenden Missstände hingewiesen hat. Und natürlich wird die Stimmung in der Bevölkerung immer aggressiver, weil auch diese ganze Geschichte ja mittlerweile schon ein wenig andauert. Immer wieder werden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten werden konnten. Immer wieder kommen neue Maßnahmen, die nicht mehr verstanden werden von den Menschen. Immer mehr kommen Sachen ans Licht, die eine sehr fragliche Umgehensweise mit der ganzen Thematik mit sich bringen. Ich sage hier als Schlagwörter nur Impfstaat, Maskenaffären, Beraterhonorare. Und so einige andere Sachen, die in den letzten anderthalb Jahren gelaufen sind. Das ist natürlich, dass sich dann irgendwann die Bevölkerung ein wenig gereizt fühlt, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. In dem Sinne, meine Lieben, könnt ihr mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben, ob ihr bei euren Ärzten eventuell sogar schon ähnliche Rückmeldungen dazu erhalten habt oder ob ihr ähnliche Beobachtungen gemacht habt, wenn ihr denn öfter mal zu Ärzten geht, aus welchen Gründen auch immer. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten, euer Mike.